Wir stellen euch heute den Kart von Arc'teryx Leaf vor, hier in der großen 45-Liter-Ausführung. Beim Material hat Arc'teryx auf den 500er Cordura gesetzt. Das ist zum einen schön robust, auf der anderen Seite schön leicht. Das Tragesystem ist das C2-Tragesystem. Es besteht aus einem ausgesteiften Plastikrahmen und gepolsterten Tragegurten. Die Tragegurte hier sind mit einem 3D-Meshgewebe ausgestattet. Der Hüftgurt ist ebenfalls gepolstert und besitzt abnehmbare Schaumstoffeinlagen. Was hier noch zu erwähnen ist, ist, dass wir an den Tragegurten ein schönes Schnelltrennsystem haben, was sich einfach und schnell lösen lässt. Des Weiteren befinden sich an den Tragegurten ein höhenverstellbarer Brustgurt. Kommen wir nun zum Aufbau des Karts. Auf der Oberseite des Rucksacks findet ihr das Deckelfach. Dort habt ihr zum Beispiel Platz für Handschuhe oder eure Sonnenbrille. Links wie rechts findet ihr große Seitentaschen für euer Trinksystem. An jeder Seitentasche findet ihr an der Oberseite eine Öffnung für euren Schlauch, den ihr mittels Velcro am Trageriemen befestigen könnt. Auf Molle hat Arc'teryx bewusst verzichtet, um einerseits Gewicht zu ersparen, auf der anderen Seite einen neutraleren Look zu designen. Dafür gibt es Daisy Chains. Diese befinden sich an der Oberseite, rechts, links und an der Front. Standardmäßig kommt der Rucksack mit 3 mm Schockhort an der Frontseite. Ich habe zusätzlich 5 mm Schockhort durchgefädelt, links und rechts. Wie ihr seht, haben wir 4 Kompressionsriemen. An jedem Kompressionsriemen befindet sich ein Velcro-Streifen, mit dem ihr überschüssiges Gurtmaterial befestigen könnt. Griffe habt ihr links, an der Oberseite und rechts. Wie man hier jetzt schön erkennen kann, besitzt der Rucksack einen komplett umlaufenden Reißverschluss. Dadurch ergibt sich natürlich eine Vielzahl an B- und Entladungsmöglichkeiten. Möglichkeit 1 wäre, den Rucksack als Toploader zu nutzen. Die oberen Kompressionsriemen verhindern dabei, dass der Rucksack sich versehentlich öffnet. Öffnet man jedoch die oberen Kompressionsriemen, lässt er sich als Frontloader nutzen und bietet somit optimalen Zugriff auf die ganze Ausrüstung. Kommen wir zur nächsten Variante, das seitliche Beladen. Dazu öffnet ihr beide Kompressionsriemen und öffnet den Rucksack seitlich. Nun habt ihr schnellen Zugriff auf eure Taschen, in unserem Falle von LBX. Dazu kommen wir später. Der weitere Vorteil besteht darin, dass ihr den Rucksack nicht komplett entladen müsst, um an eure unteren Ausrüstungsgegenstände zu gelangen. Die eigentliche Besonderheit des Karts zeigt sich allerdings erst, wenn man plant, den Rucksack stationär zu nutzen. Durch Öffnen der Kompressionsriemen lässt sich der Rucksack seiner kompletten Länge nach öffnen, bietet somit Zugriff auf die komplette Ausrüstung. Vorteil bei dieser Variante ist, dass man schön aus dem Rucksack rausarbeiten kann. Hierbei sei angemerkt, dass dieses Feature ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des Karts ist und so bei keinem anderen Rucksack vorzufinden ist. Kommen wir nun zu einer weiteren Besonderheit des Karts. Das Innere ist komplett mit Velcro ausgestattet. Doch welche Vorteile bietet euch dieses System? Der Hersteller LBX bietet euch Taschen in unterschiedlichen Größen und Farben. Hier zum Beispiel eine gepolsterte Tasche für elektronisches Gerät. Kleine Taschen mit Sichtfenster, aber auch Mehrzwecktaschen in unterschiedlichen Größen. Somit schafft ihr Struktur und Ordnung im Inneren des Rucksacks. Nun zu weiteren kleinen Besonderheiten im Inneren des Rucksacks. An der Oberseite befinden sich 2 Durchführungen für Trinksysteme oder Funkzubehör. Darunter ein kleiner Karabiner, um den Schlüssel zu befestigen. Links und rechts sind die Aluminiumstäbe des Tragesystems. An der Innenseite des Deckelfachs befindet sich zusätzlich noch ein kleines Fach für ein Schemack oder Kartenmaterial. Damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Reviews angelangt. Du hattest ja ausgiebig Zeit, den Rucksack zu testen. Vielleicht am Schluss noch ein kleines Fazit von deiner Seite. Ja, ich fasse mich kurz. Das System im Inneren hat mich voll überzeugt. Ihr seid flexibel unterwegs, könnt es anpassen, wie ihr möchtet. 2 Kilo Gewicht, super leicht. Crocodile, die Farbe finde ich auch sehr interessant. Und zum Schluss natürlich noch die neutrale Optik. Ihr fallt einfach nicht so stark auf. Einziger Kritikpunkt, den man vielleicht anbringen könnte, ist der extrem hohe Anschaffungspreis, der aber durch die Top-Verarbeitungsqualität von Arc'teryx wieder gerechtfertigt wird. Und ich hätte mir vielleicht noch ein verstellbares Rückensystem gewünscht. Ansonsten kann ich für den Rucksack eine absolute Kaufempfehlung aussprechen. Gut, dann sind wir schon am Ende angelangt. Lasst uns ein Like da, gebt uns einen Comment. Schaut bei uns im Channel rein, gibt es mehrere Videos noch aus den Bereichen Outdoor, Militär. Was noch so folgt. Wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr die gerne äußern. Ja, und im besten Fall abonniert ihr uns, dann wären wir zufrieden. Genau, die Links von den Herstellern packen wir euch unten in die Infobox rein. Gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.